So, da sind wir auch schon. Als erstes nehmen wir Vorgrim wieder mit. Ardo. Was gibt es denn? Und Fyris. Wie kann ich dir helfen? So, unsere Standardgruppe. Da gucken wir mal kurz. Ardo hat seine Handschuhe, also können die Schuhe weg. Was trägt Ardo an Ringen? Noch bis auf seinen persönlichen Siegelring noch gar nichts. Also kriegt er mal den Ausdauerbonus. Amulett trägt er schon. Menschenkenntnis plus 3. Heilkunde, Gift und Wunden brauchen wir eigentlich nicht so unbedingt. Geben wir lieber mir eins Konstitution mehr. Es gibt mir schon mal ein Ausdauer und ein Dings mehr. Ja. Einbeersäfte, da hat Ardo 7, Vorgrim hat 10. Teilen wir das Ganze mal auf, 3 Einbeersäfte an Ardo. Ja. Dann haben beide 10. Vorgrim hat 2 Heiltränke, Fyris hat gar keinen. Ah, bevor wir uns weiter auf den Weg machen, habe ich meine persönliche Truhe und den Undergaster reinpacken. Die restlichen Sachen, die beiden Sachen, vor allem die Steinchen, können mal da hoch. Oh, Ringpanzer. Ja. Was trägt Ardo denn für eine Rüstung? Ein Reisewams. Nee. Da will ich ihn nicht unbedingt reinstopfen. Machen wir uns gleich mal die Kurzweg. Die Knechte sind schon mal fertig. Aber erstmal reden wir mit dem Vogt. Oder nee, halt erst mit den Knechten. Dann mit dem Vogt. Hallo. Puh, ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Ganz ohne Schutz da draußen zu arbeiten, war kein gutes Gefühl, wenn uns die Orks erwischt hätten. Tja, dann hättest du Pech gehabt. Die Orks hatte ich ja schon alle beseitigt. Was für Gefahren lauern denn noch im Revier? Hier gibt es noch so einige unangenehme Gesellen. Wölfe, Bären, Hirschkäfer und anderes Getier. Da muss man sich vorsehen, sonst hört man den Seelenraben flattern. Ja. Das denke ich mir. Du hast mir also schon mal gesagt, dass ihr fertig seid. Und was sagst du? Dass du weiter pennen willst wahrscheinlich, oder? Vergesst es. Ich spreche nicht mehr mit euch. Das bedeutet nur Arbeit. Okay. Super tolle Jungs. Dann denke ich mal, dass der Baumstamm weg ist. Hallo. Hättet ihr die Güte, mir kurz euer Ohr zu leihen? Ich habe eine schlechte Nachricht. Natürlich. Was auch sonst. Was denn? Was gibt's? Meine nichtsnutzigen Knechte haben es überraschenderweise tatsächlich fertiggebracht, den Schlagbaum zu beseitigen. Wäre es zu viel verlangt, wenn ihr in dem Gebiet dahinter nach dem Rechten sehen würdet? Natürlich nicht. Das gucken wir dann gleich mal. Wahrscheinlich gibt es da noch mehr Orks. Aber fragen wir ihn noch mal nach besonderer Beute. Wenn ihr unbedingt möchtet, könntet ihr euch einer Rotte Wildschweine annehmen. Sie tummeln sich südwestlich von hier, ganz in der Nähe. Bitte stellt sie und bringt mir den Kopf des stärksten Keilers. Das dürfte kein Problem sein. Okay. Orkplage, beseitige die letzten Orks und jagt allerlei, töte die Wildschweine. Die Wildschweine haben wir ja da gesehen. Also können wir gleich mal vom Jagdsitz zum Hohlweg reisen. Mitten in die Wildschweinherde. Wow. Das sind aber einige. Und die sollten wir uns besser ordentlich kümmern. Bei meiner Treu! Ja. Bei Angros Schwert! War ihr! Weil so viele Wildschweine können ja nicht gesund sein. Okay, ein mein Kugelblitz hat kaum Schaden gemacht. Wildschweine scheinen also gut geerdet zu sein. Weiche!
Na? Für den Kaiser! Na? So. Angriff! Weitere Wuchsschläge. Oh, Wunden. Viel zu viele Wunden. Und irgendwie hat keine Munition mehr. Keine Munition mehr, mal wieder Feiris. Und Ardo hat schon wieder zwei Wunden. Ja. Attacke! Ja. 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 So. Balsam Salabunde. Ich habe selber eine Wunde. Jagdrevier Wildschwein erhalten. Super. So, Wunden versorgen. Ja. Feiris macht sich daran, die Wildschweine zu räumen. So. Weil Wildschweine geben normalerweise auch Fell, also sollten wir die auch abgrasen, genau. Aber sicher. Ich glaube zwar nicht, dass wir da hier das Geld zusammenkriegen, um uns den Helm zu leisten. Eola. Das sauteure Teil da. Ich mach das schon. Aber sicher. Waren das die einzigen Wildschweine? Ich hätte nämlich schwören können, es gäbe hier noch mehr. Wird gemacht. Am besten rotten wir die auch alle aus. Eola. Wenn wir schon dabei sind, Wildschweine zum Ermorden. So. Hier hinten war, soweit ich weiß, noch eine Gruppe Wildschweine. Aber die scheint da zu sein. Drei Stück. Ich denke mal, die Jagdbeute spawnt immer, wenn man sie mal braucht. Deswegen können wir eigentlich uns um alles kümmern, was hier so im Wald rumfleucht. Also auch um die Stinkmarder. Das war jetzt die falsche Fähigkeit für Vorgrim. So. Ja, ich habe schon wieder eine Wunde gekriegt. Ich mach das schon. Das sind wahrscheinlich Gegner, die respawnen. Auch wenn ich in so einem Spiel Gegner spawnen ein bisschen doof finde. Aber wenigstens sind sie weg. Das war aber auf jeden Fall schon mal eine ziemlich große Horde Wildschweine. Hohlweg, Steinbrücke. Baumstamm ist weg. Weg safe mal machen. Muss ja auch mal sein. Zunderschwamm und Juruka. Noch mehr Juruka. Noch mehr Zunderschwamm. Ja, das war nicht besonders viel Zunderschwamm. Aber besser als nichts. Und noch mehr Juruka. Für noch mehr Heiltränke. Es
kann nämlich sein, dass wir gegen die Orks welche jetzt brauchen werden, wenn die wieder Uge haben. Was ich eigentlich nicht so wirklich hoffe. Beziehungsweise ich hoffe, dass es nur wenige Uge sind. Die Yoruga war leider ein Fehlschlag. Oh, ein hohler Baumstumpf zwischen viel Bleichwohn. Was hast du denn zu bieten? Ja. Bunnenholz. Okay. Noch eine Yoruga. Harpchen. Drei Harpchen, die sind nicht so wild, würde ich mal sagen. Na, die erste ist ja schon fast tot. Und richtig aggressiv scheinen die nicht mal zu sein. Harpchenfedern. Waren das die Harpchen, die ich von da unten aus gesehen habe, oder waren die da oben? Naja, das sind nur noch zwei Harpchen, die sind leicht zu besiegen. Da brauche ich nicht mal irgendwelche Punkte verschleudern. Nachdem bei die Vogelfedern zu feier ist. Noch mehr Vogelfedern für Feiris. Und noch mehr Vogelfedern für Feiris. Bäumenholz. Auf! Und da hinten ist ein Wolf. Also hier sind schon mal keine Orks. Aber ich muss hier runter, um sie zu finden. Autosave? Warum auch immer Autosave? Riesenhirschkäfer und große Waldschröter. Gehe ich richtig? Ja, ich gehe richtig. Kann ich mich an denen vorbeischleichen? Sollte ich nicht. Ich will keine Hirschkäfer im Rücken haben, wenn ich jetzt gleich gegen Orks kämpfe. Da habe ich nämlich gerade schon das Lager gesehen. Ja. Und gegen die benutzen wir dann auch mal bessere Fähigkeiten. Jedenfalls gegen den großen Schröter. Ja? Weil der hat gerade Ardo schon verwundet. Die Wunde sollte ich gleich wegmachen. So. Ja? Eorla. Dem Schröter die Kieferzange schon abnehmen. Fehlschlag. Noch ein Fehlschlag. Naja. Quick Save. Da steht schon mal Lager. Ork, 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 ork. Ork, ork. Ork, ork, ork. Ogre. Viele Orks. Sehr viele Orks. Orks mit Pfeilen, ja? Die vergiften.